So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Dark Souls 3 in dem in verkehrter Reihenfolge gespielten DLC Die gemalte Welt von Ariandel. Und ich bin sehr gespannt, was es in diesem Gemälde hier auf sich hat. Das Motiv mit dem Gemälde ist ja so auch nicht ganz neu. Es gibt ja Skyrim was, glaube ich, noch, oder die Mission, die man im Gemälde kämpfte. Aber wir wollen jetzt mal, nachdem wir in letzter Folge unten noch geguckt haben und festgestellt haben, es gibt so eine Rutschbahn in ein anderes Gebiet, wollen wir mal versuchen, die Brücke wiederherzustellen und sie dann nicht zu zerhaken, sondern mal rüber zu gehen. Ich hoffe, uns kommt jetzt nichts entgegen. Oh, die Brücke wird nicht wiederhergestellt. Oh, das kommt überraschend. Ich dachte... Zurück zum letzten Leuchtfeuer. Oh, Entschuldigung, meine Nase ist immer noch dicht. Und vielleicht ist sie dann ja nach dieser Reise wieder resettet, die Brücke. Ja, sieht gut aus. Dann können wir vielleicht auch sehen, wie wir von dieser Seite... Das ist ja nichts für Leute mit Höhenangst wie mich. Knarz, Quietsch. Wenn man da hinten hinkommt. Kann man bestimmt aus einer Höhle raus oder sowas. Sehr robust. Ganz unten über diesen Wurzelstrang, das kann ja nicht sein, oder? Also dort entlang kamen wir letztendlich zu dieser Rutschbahn da rum und sind dann da gelandet. Vielleicht muss man dort auch auf der Ebene weiterklettern. Aber es gibt hier irgendeinen Punkt, wo man sich gefahrlos trocken lassen kann. Das sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Okay, in dieser Folge wollten wir sowieso erstmal rausfinden, während da drüben in der kleinen Kathedrale haust. Wir sind in der gemalten Welt Ariandel, also tatsächlich am Gemälde. Kämpfst du gegen mich? Oder lässt du mich? Die sind auch irgendwie auf halbem Weg, sich in diese Schmeißfliegen zu verwandeln. Gläubige sollen wir nicht schänden. Okay, beten die gegen den? Der versucht mich gleich zu duellieren. Irgendwie aktivierbar als Gegner ist er nicht. Hallo, hallo. Bist du auch wieder Lapp, wie heißt er noch? Der Schelm, der Lustige. Well. Nee, ist er nicht. You look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. Die Worte. What's keeping you? Go on. Right inside. Show respect. And let Lady Frieda speak to you. Okay, wir sollen da so reingehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bock auf den Bosskampf jetzt habe. Also noch sehe ich ja kein Leben mehr. Was ist denn? Man hört ja einen Kampf da drin, oder?
drin gehört oder bin ich paranoid mittlerweile? Dieses Spiel macht mich höre was schlagen. Blutig. Das ist blutig. Da ist eine Tür. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Lady Dingenskirchen. Man wird doch nicht attackiert werden an einem Leuchtfeuer. Oh. Was hat sie denn für schöne Motive? Mit manchen war sie nicht so zufrieden, oder ist das Schimmel? Das ist Schimmel. Sie scheint schon eine Weile zu malen. So was? Wir können ja einfach mal. Achso. Die Fackel sind ja linkshändig. Was höre ich denn da ständig für ein Gerumse? So, viel besser. Nicht, dass sie denkt, ich will, dass sie denkt, ich will das anzünden. Scheint immer dasselbe Motiv zu sein, oder? Leicht anders. Ist das Lady Friede? Wieso fehlt da der Kopf? Wohin führt diese Leiter? Also erstmal, bevor ich jetzt mit ihr quatsche, gucke ich, was die Leiter macht. Leuchtfeuer an. Und was hört man da hämmern? Irgendjemand hämmert da. Hier ist jedenfalls noch genug Leinwand, um ein paar Jahrhunderte zu füllen. Hier ist aber nichts. Hat hier irgendwie keinen Bock mehr. Malt sie mit Blut oder was ist das da? Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich wird sie ja dann da sitzen und malen. Wo packt er diese Flamme eigentlich immer hin? Noch weitere mögliche Geheimgänge? Wofür ist das? Mal wieder so eine Tür, wo man nicht von dieser Seite aus durch kann. Okay. Dann lasst uns mit Friede reden. Friede. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not. Ashen One, I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes,
There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Wir haben doch etwas, was sie geben könnten, ne? Thou'st a place in that world. Ich will aber nicht zurückkehren. Was passiert, wenn ich es jetzt erschlage? Dann ist er. Sitzt hier barfuß? Oh meine Güte. Ja, er ist ja gemalt. Vielleicht ist uns allen nicht kalt, wenn wir alle im Tode sind. Wir hatten noch irgendwas von geil. Hier. Ein Pigment zum Zeichnen einer gemalten Welt. Ausfall ablegen? Ich hoffe, das kann man dann hoffentlich wieder aufnehmen, oder? Nee, ich kann das nicht ablegen. Übergeben kann ich es jedenfalls nicht. Kopf abschlagen, um den da aufzuhängen, oder? Was Lady Frieda has spoken, has she not? Ja. Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. There is one thing you shouldn't inside stray from. Ja. Kann ich mit der Asche da oben irgendwas machen? Oder mit dieser. Blutdingens. Ja, das, was ich von Gail hatte. Feuer wird benötigt. Wofür? Damit gemeint ist, mit Feuer wird benötigt. Vielleicht habe ich da noch nicht genug drauf gehalten. Okay, irgendwie nicht. Kann ich jetzt nicht einfach wieder abhauen? So. Das ist ein Quatsch. Kann ich. Hm.
Oder wird das hier benötigt? Auch nicht. Now, thou'st a place in that world, and that. Now, thou'st a place in that. Es scheint, als müssten wir hier einen Kopf finden, oder so. Der wird ja sicher nicht hier in der Nähe sein. There is one thing you should inside stray for. Von dort aus kommt man auch nicht hier rum, um da zu landen. Das ist sehr merkwürdig. Da unten ist bestimmt irgendwie ein Ausgang oder sowas. Der Weg, der da unten angelegt ist, der soll nur in die Irre führen. Okay, wir sind auf der Suche nach einem steinernen Kopf. Achso, hier war das eigentlich. Okay. Zumindest haben wir mal ein bisschen Progress gesehen, anstatt dass ich ständig an Wölfen sterbe. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir. Doppelt bescheuert. Ach, sag mal, das gibt's ja nicht. Okay, deswegen geht's nicht. Völlig bescheuert oder was?
macht er denn? Das gibt's doch nicht. Wieso? Was war das denn für ein Lenkungsproblem hier? Ist ja alles Homing in dieser komischen gemalten Welt. Sind wir das, diese Sitter? Also von Kälte? Nein, jetzt habe ich. Okay, das, was juckt mich denn hier? Haben wir schon wieder Mückenplage oder was? Das überfordert mich ehrlich gesagt ein bisschen mit den Bäumen hier. Und ständig ist mir eine Flamme aus. Vielleicht soll ich den Zauber wechseln. Ach, okay. Wieso bin ich jetzt wieder an dem Leuchtfeuer? Ach, ich hätte das andere aktivieren müssen. Krass, wie viel Energie man hier verliert. Oh, meine Nase. Entschuldigung. Oh. Sie bleiben mir auch leider alle nicht tot. Das ist doch das Schlimme dabei. Nein, jetzt haben sie das schon wieder gemacht. Ich bin so ein Trottel. Sterben. Oh, Scheiße. Ach, Mann, ey. Es macht echt keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht. Vielleicht, ich bin jetzt einfach durch von den letzten Folgen. Ich glaube, ich gebe dem Spiel nächste Woche nächstes Mal noch eine Chance und dann schauen wir mal, dass wir Land gewinnen. Dann ist es offensichtlich nochmal so, dass ich bei der Asche des Feuers erst der ersten Flamme vorbeigucken muss, aber dann muss auch gewesen sein. Ich kann mich nicht mein ganzes Leben lang an diesen immer gleichen Gegnern abarbeiten und ich fühle auch gar nichts bei, ehrlich gesagt. Es ist nur einfach zermürbend. Es ist einfach auch nicht dafür gemacht, dieses Spiel mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun zu haben. Das ist einfach ein Fakt, dass das Spiel darauf gar nicht ausgelegt ist, um mir jetzt hier eine ganze Kohorte Wölfe an den Hals jagt. Okay.
Macht's erstmal gut. Bleibt schön neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.